Oh je, jetzt ist es soweit. Die Ratten marschieren zu Hunderten in den Kornspeicher. Ich möchte nicht in Nils Haut stecken. Was mache ich bloß? Hey, weg hier! Sonst... Ich brauche eine Idee. Ja, genau. Vielleicht hilft die Rübe. Ich werde die Rübe... Na bitte, die fressen alles. Die Rüben halten sie eine Weile auf. Hier, ihr Ratten, das könnt ihr fressen. Wo denn noch? Akka, wo bleibst du nur? Akka, Akka, schnell! Nils! Nils, wo bist du? Hier im Haus. Bin ich froh, dass du da bist. Ich habe eine Zauberflöte im Schnabel. Mit der kannst du... Ja? Nein, sie ins Wasser gefallen. Jetzt ist sie mir runtergefallen. Oh nein. Wir sind verloren. Nichts da. Ich komme raus und suche diese komische Flöte. Ist das witzig. Schnell, du musst die Flöte suchen. Du hast die besten Augen. Ist aber zu dumm. Hier irgendwo muss sie sein. Keine Angst, ich werde sie finden. Da. Jetzt geh schnell wieder zu den grauen Ratten und spiel auf der Flöte. Ich kann aber überhaupt nicht Flöte spielen. Das ist egal. Spiel irgendetwas. Du wirst schon sehen, was passiert. So, jetzt muss ich schnell die Flöte aus dem Korb holen. Wunderbar. Nils lockt mit der Flöte die grauen Ratten aus dem Turm. Weitermachen, Nils. Das war die letzte Ratte. Mir ist fast die Luft ausgegangen. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Nils, hey, bravo. Das war großartig. Ich selbst hätte es nicht besser machen können. Alter Angeber. Kleinigkeit. Ohne die Flöte hätte ich es niemals geschafft. Ich habe die Flöte von der Turmeule Flamea. Ich muss sie ihr wieder zurückbringen. Aber dafür habe ich eine andere Überraschung für dich, Nils. Darf ich es ihm sagen? Na schön. Zum Dank darfst du morgen früh mit auf den Kullaberg. Zum großen Frühlingsfest der Tiere. Was? Ich darf doch mit? Der erste Mensch der Welt? Wahnsinn. Danke. Aber jetzt wird geschlafen. Gleich bei Sonnenaufgang fliegen wir los. Ich darf auf den Kullaberg. Yippie! Und wenn wir jetzt da gleich anfangen zu spielen... Eine Aufnahmepause vorher. Kullaberg, ich komme. Nicht so wackeln, Nils. Ich bin noch nie auf einem Storch geflogen, Herr Ermenrich. Ich auch nicht. Wenn ich das Martin erzähle. So, gleich sind wir da. Achtung, wir gehen runter. Da! Ich sehe schon den Kullaberg. Das muss er sein. Anschnallen und festhalten. Obwohl, ich glaube, wir müssen das ganze Level durchspielen, damit wir speichern können, oder? Dann machen wir das noch fertig. Das war also der Kullaberg. Nils traute seinen Augen nicht. Dicht an dicht saßen die Tiere friedlich nebeneinander.
Selbst die Gänse brauchten an diesem Tag keine Angst vor den Füchsen zu haben, denn es herrschte Burgfrieden. Ermenrich der Storch flog eilig zu seinen Artgenossen und Nils war froh, endlich Martin wiederzusehen. Hallo Martin! Du glaubst ja nicht, was mir alles passiert ist. Ich weiß, Akka hat uns die ganze Geschichte erzählt. Das muss ja fürchterlich mit den grauen Ratten gewesen sein. Ach, kein Problem für mich. Ich bin zwar kleiner als die Biester, aber dafür habe ich einen klügeren Kopf. Jetzt seid leise und erzählt nur nicht darum, dass wir einen Menschen mit zum Kullaberg gebracht haben. Bin ja auch nur ein Wichtel. Psst, leise jetzt! Es geht nämlich gleich los, musst du wissen. Wo geht's los? Oh, mein Magen knurrt. Ich glaube, ich sollte mir schnell etwas zu essen suchen. Nachher störe ich noch mit dem Gebrumme die ganze Vorstellung. Du hast doch was im Korb. Wo ist das hin? Haben wir schon alles aufgefuttert? Na bitte. Jetzt kann es weitergehen. Um ein Haar wäre den schwarzen Ratten das Lachen auf Flimminge vergangen. Die Flöte kam im letzten Moment. Das klingt ja fürchterlich. Ich steck mir gleich eine Hagebutte in die Ohren. Aua, das muss wehtun. Bekommen die keine Kopfschmerzen davon? Martin, hast du das gesehen? Die springen fast bis zum Mond. Aber die haben hier Tattoos. Dabei ist. Da bin ich aber auch. Stern-Tattoos. Bitte seht euch trotzdem vor. Ich trau diesem Fuchs nicht über den Weg. Obwohl Frieda auf dem Kullaberg herrscht? Smirre hält sich nur an seine eigenen Gesetze. Gleich nochmal, bitte. Wie alle? Nein. Was ist passiert? Da hat doch eben eine Gans geschrien. Ich habe auch so etwas gehört. Nils, ich habe Angst. Bitte seid auf der Hut. Sie an. Das ist ihr Blut für das brutale Kinderspiel. So sieht man sich wieder. Ein lauter Schrei von dir und das ist um dich geschehen. Was willst du von mir? Na, rate doch mal. Dein Leben. Ganz eben ist mir leider entwischt. Ich habe zurzeit wenig Glück mit dem Federvieh. Ich denke darüber nach, ob ich nicht auf Wichtelmännchen umsteigen sollte. An mir ist nichts dran. Ich wiege nicht mehr als ein Spatz. Guck mich doch an, ich reiche nicht mehr für eine Vorspeise. Oh, wenn ich langsam kaue, dann wirst du mir gut munden. Dein letztes Stündlein hat geschlagen, Wichtelmann. Nein! Doch. Was ist das für ein Spiel? Nils, was war das? Ich hab keine Ahnung. Smirre stand plötzlich vor mir. Was? Smirre? Wir haben ihn da reingebissen. Viel zu schnell. Es ging wirklich alles sehr schnell. Doch von hier oben kann man alles wunderbar überblicken. Smirre hatte den Frieden gebrochen, denn er versuchte, auf dem Kullaberg eine Gans zu jagen. Die Gesetze der Tiere waren hart. Zur Strafe wurde Smirre vom ältesten Fuchs ein Stück vom Ohr abgebissen. Smirre wurde aus der Gegend vertrieben und jeder konnte nun sehen, was er auf dem Kullaberg getan hatte. Okay. Es kommt auch noch ein Gewitter. Ich glaube es nicht. Ixi, Kaxi, Martin, Nils und all die anderen. Wir brechen auf, bevor wir mitten hineingeraten. Los, schnell! Ja, los!
bleibt dicht zusammen. Wir sind direkt ins Gewitter geflogen. Oh nee, wäre ich bloß auf dem Hof geblieben. Hoffentlich werde ich nicht vom Blitz getroffen. Seht ihr, jetzt bekommt unser Weißer es doch mit der Angst zu tun. Habe ich mir gleich gedacht. Der Dicke ist ein Fall für den Kochtopf. Boah, voll die Mobber hier. Unsinn. Ich habe überhaupt keine Angst. Vor nichts und niemandem. Also, fast. Sieh lieber nach vorn, Martin. Es ist zu gefährlich. Wir landen dort unten am Fluss und warten, bis das Gewitter vorüber ist. Das nenne ich mal eine gute Idee. Und runter. Festhalten, Nils. Die Gänse waren froh, dass sie wieder auf festem Boden standen. Besonders Martin, die Hausgans. Also im Gewitter möchte ich nicht nochmal herumfliegen. In meinen Ohren dröhnt es immer noch. Sie waren am Ronneby-Fluss gelandet. Um diese Jahreszeit führte der Fluss viel Wasser mit sich, denn überall schmolz das Eis. Hier werden wir bleiben und übernachten. Ich werde mich hier noch ein wenig umsehen. Vielleicht finde ich ein paar vertrocknete Hagebutten. Kommst du mit, Martin? Nee, für mich bitte keine Abenteuer mehr heute. Gut, geh ich eben allein. Da, Hagebutten. Nils, wir sind alle sehr müde. Könntest du für uns Wache halten? Na klar, Wichtelmännchen brauchen kaum Schlaf. Ihr könnt alle beruhigt sein. Beruhigt sein. Wache. Es passiert was. Das war ein guter Tipp von Smirre. Genau wie er gesagt hat. Schöne, fette Gänse. Die werden mir schmecken. Was für ein Ding. Aber am besten, ich warte, bis es noch dunkler geworden ist. Oh nein, ein Marder. Na, den werde ich zeigen. Nanu, wo ist er jetzt? Am besten, ich bereite mich auf seinen nächsten Besuch vor. Oh ja, diese Steine vor mir. Die schmeiße ich ihm an den Kopf. Hahaha. Lecker. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Endlich mal was anderes als dieser ewige Lachs. Da ist er ja schon wieder. Wo denn? So, pass mal auf. Vielleicht schmeckt dir dieser Stein. Wer wusste denn? Wollte mich da jemand mit Steinen beschmeißen? Voll daneben. Hast du immer noch nicht genug? Dann pass mal auf. Aua! Was war das? Schnell weg! Volltreffer. Ich hoffe, der lässt sich nicht so schnell wieder blicken. Ich hole aber mal lieber noch einen Stein. Verschwinde, du Gänse. Immer der gleiche. Au, was ist das nur? Jetzt werde ich aber langsam böse. Mach das... Au, jetzt reicht es langsam. Davon hat mir Smirre nichts erzählt. Wir haben Bodyguards, Freundchen. Jetzt werde ich aber langsam... Aua! Das war's. Ich hab keine Lust mehr. Soll Smirre doch die Gänse jagen. Ich suche mir lieber einen schönen Fisch. Einen schönen, leckeren, dicken Fisch. Haha, der kommt bestimmt nicht wieder. Nils, was ist passiert? Ach, wir hatten nur Besuch von einem aufdringlichen Marder. Was? Ein Marder? Dieser Platz ist nicht sicher genug. Wir müssen uns eine geschütztere Schlafstelle suchen. Dann will ich aber gleich weiter schlafen. Ich gehe voraus. Tja, das hättest du nicht gedacht, Nils. Wir sind schneller als du gewesen. Hier werden wir für die Nacht diesmal sicher sein. Der Marder wird sich bestimmt nicht unter den Wasserfall trauen. Nils, hältst du wieder Wache? Na klar, meinen scharfen Wichtelaugen entgeht nichts. Das tut gut. Jetzt kann die Nacht kommen. Was für ein Glück! Smirre, der Fuchs, hat doch nicht gelogen.
Lauter fette Gänse. Da war doch was. Traut sich etwas schon wieder der Marder hierher? Am besten ich hole mein Messer aus dem Korb. Was? Voll das brutale Kinderspiel. So, jetzt kann der Marder kommen. Alter, wir stechen das Tier jetzt gleich ab. Wir stechen es ab. Gerade immer noch voll das Kinderspiel. Ein Fischotter, willst du etwa auch die Gänse fressen? Dann pass mal auf. Mein Messer ist zwar klein wie eine Nadel, aber pieksen kann ich damit auch. Aua, hat mich eine Biene gestochen? Das hat gesessen. Komm nur nicht nochmal wieder. Ach, das Rauschen des Wasserfalls macht mich irgendwie müde. Daneben. Ins Auge, Bitch. Oh. Aua, jetzt werde ich gleich böse. Hast du immer noch nicht genug? Au, das tut weh. Au. Und noch ein Treffer. Aua! So, nun habe ich keine Lust mehr. Hätte ich nur nicht auf den blöden Fuchs gehört. Ja. Jawohl, ich glaube, jetzt geht er auf. Lass dich hier nur nicht blicken. So langsam werde ich aber auch müde. Ja, stimmt. Was? Was ist passiert? Oh nein, schon wieder ein Gewitter. Das war kein Gewitter. Hörte sich vielmehr nach einer Gerölllawine an. Moment, hört ihr das? Ja, da jammert jemand ganz leise. Vielleicht ist es der Otter. Was für ein Otter? Das erzähle ich euch später. Wartet hier, ich werde mal nachsehen. Sei vorsichtig, Nils. Keine Angst. Oh nein, was ist passiert? Hilfe. Die Gerölllawine hat ihren Fuß eingeklemmt. Ich muss Hilfe holen. Hilfe, bitte nicht weggehen. Gut, dafür ist jetzt keine Zeit. Wer bist du? Ich heiße Daunenfang. Ich bin mit meinen beiden Schwestern durch das schreckliche Gewitter geflogen und als wir hier gelandet sind. Aber du siehst ja selbst. Aber wo sind deine beiden Schwestern? Sie sind vor Schreck fortgeflogen. Was hätten sie denn tun können? Ich bin verloren. Das sind mir schöne Schwestern. Aber rede nicht so einen Unsinn. Ich muss dich erstmal von diesen dicken Brocken befreien. Au, mach schnell. Jetzt zählt jede Sekunde. Am besten ich schlage mir mit meinem Messer einen kleinen Stock und hebel damit den Stein weg. Ein Stock? Jetzt schlage ich damit einen Ast. Ah, okay. Na bitte, jetzt na bitte. Hiermit geht es. Jetzt mal kräftig drücken. Und geschafft. Frei. Halte aus ganz. Ich bringe dich jetzt zu den anderen. Danke. Danke. Wie heißt du überhaupt? Nils. Nils Holgersson. So. Oh, das dauert so lange. Die anderen staunten nicht schlecht, als Nils mit Daunenfein unter dem Wasserfall auftauchte. Besonders Martin schien sich über den Auftritt der Gänsedame zu freuen. Glücklicherweise war mit dem Fuß von Daunenfein außer ein paar Kratzern nichts geschehen. Akka entschied, dass die junge Gans bei ihnen bleiben durfte. Martin war das ihr recht. Und dann konnten sie alle endlich fort. Na, das ist mir eine Ich überlege gerade diese Minispiele. Ich glaube, es gibt insgesamt nur vier im ganzen Spiel. Kann das sein? Verlieren wir uns. Martin bleibt sogar sehr, sehr dicht bei Daunenfein. Ha, ha, ha. Oh,
geküsst wird aber nicht im Flug. Hört auf damit. Wir brauchen unsere Kraft für den Flug. Halt dich gut fest, Nils. Der Wind weht mich fast weg. Achtung, Jäger. Wir müssen uns trennen. Jeder fliegt in eine andere Richtung. Oh nein, hoffentlich treffen die uns nicht. Schnell, Martin, wir müssen runter, schnell. Festhalten. Plumps einfach nach unten. Ah, hier ist das Spiel. Jetzt war die Gänseschar getrennt. Martin stand. Ich will mal eben gucken. Ja, genau. Ich hoffe, nämlich hier, nur hier würde man das Minispiel haben. Aber wie fliegen wir denn bitte schön? Okay. Ich würde mal sagen, wir haben die Hälfte geschafft, oder? Wir fliegen bestimmt noch da, oder? Oder sind wir nur auf der Karte hier? Bestimmt rutscht das irgendwann rüber. Obwohl, wir haben ja eigentlich schon jetzt 3 Spiele geschafft. Ich weiß nicht. Stand auf einer Eisscholle mitten im Meer. Nils klammerte sich an seinen Federn fest. Also, irgendwie habe ich mir die Reise nach Lappland ruhiger vorgestellt. Ich auch. Aber immer noch besser, als im Ofen zu landen. Vorsicht, Martin! Die Seehunde wollen uns schnappen. Das auch noch. Fliegen sollten wir nicht sind mehr. Sind die so böse, Seehunde? Sonst entdecken uns wieder die Jäger. Schaffst du es, über die Eisschollen an Land zu hüpfen? Ich bin zwar kein Frosch, aber probieren kann ich es mal. Du musst nur abwarten, bis die Eisschollen für einen kurzen Moment dicht zusammenstehen. Ich gebe dir ein Zeichen und klopfe auf deinen Rücken. Dann springst du los. Und hopp, geschafft. Sehr gut. Jetzt weiter. Juhu. Ich muss ehrlich sagen, irgendwie und bin ich total müde. Pass auf die Seehunde auf. Und vor allem, wenn jetzt hier so lange Strecken kommen, wo ich einfach nur zuhören muss, bin ich mich gerade dabei ertappt, fast einzuschlafen. Hä? Nicht, weil das Spiel so langweilig ist. Ich finde es sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin einfach nur ziemlich müde und immer noch ein bisschen ja, krank. Quark, quark. Ich bin ein Frosch. Tio, lachen, ey, das ist der Hammer. Deswegen mache ich jetzt nach dem Spiel auch wirklich eine Aufnahmepause. Wir haben jetzt trotzdem 1:20 aufgenommen. Und es reicht. Geschafft! Ja. Bravo, Martin! Erstmal. Hey, da sind ja auch die anderen. Hallo, Nils und Martin. Bin ich froh, euch zu sehen. Und ich erst. Wo sind wir hier? Auf der Karlsinsel. Sie wird von den Widdern bewohnt. Die sehen aber nicht gerade glücklich aus. Das sind wir auch nicht. Füchse greifen jede Nacht unsere Herde an. Es ist schrecklich. Wir waren einst 10-mal so viele. Etwa Smirre? Nein, Smirre kann nicht auf diese Insel schwimmen. Es ist ein ganzes Fuchsrudel. Sie überfallen uns in der Nacht. Ich weiß keinen Ausweg mehr. Aber nun stärkt euch erst einmal. Wir haben auf der Insel frisches Quellwasser. Und zum Fressen geben wir euch auch gerne ab. Bedient euch. Danke, ich bin fast am Verhungern. So, und damit mache ich jetzt eine Aufnahmepause. Wir haben ja jetzt nicht mehr so viel zu spielen. Deswegen kommen wir bei der nächsten Aufnahmesession auf jeden Fall durch. Ich hoffe, es hat euch bis jetzt Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Und die kleine Geschichte mitzuverfolgen, das kleine Märchen, ist wie gesagt ein bisschen wie Zwecknase. Jetzt nicht unbedingt Point and Click, sondern eher so minispielmäßig. Aber ich finde es trotzdem genauso mit viel Liebe gemacht, wie eben das Zwecknase-Spiel. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin. Tschüss.